Herr Kalmer, vor welchen Schwierigkeiten stehen die Krankenhäuser im Kontext der Bearbeitung der Prüfanzeigen des MDK? Durch die Überarbeitung der Richtlinien sind die Zeiten deutlich verkürzt worden. Damit sind die Krankenhäuser gezwungen, sehr professionell und sehr wirksam und zeitnah zu antworten. Die Herausforderung dabei ist vor allem, die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt abgesichert und abgeschlossen zur Verfügung zu stellen. Idealtypisch hätten die Krankenhäuser heute natürlich schon eine voll elektronische digitale Datenverarbeitung. Dann würden diese Daten fast als Abfallprodukt zur Verfügung stehen. Wir wissen aber, das ist noch nicht die Wirklichkeit in den Krankenhäusern. Die Wirklichkeit sind Berge von Papier, sind Patientenakten, die gesucht werden müssen, ist die ständige Frage, ist es jetzt vollständig, werden noch Daten nachgeliefert und. Hier Werkzeuge anzubieten, von der Einscannen der Unterlagen, von Prozessoptimierungen, von Beratung, von Werkzeugen zu Prüflisten und Anfragen, Verwaltungsprogrammen und Elementen. Hier können wir als Hersteller unseren Kunden Lösungen anbieten, die helfen, diese Prozesse höherwertiger, qualitativ besser und schneller zu erledigen. In welcher Form haben Sie so ein Lösungsangebot im Portfolio? Wir binden hier Partnerprodukte ein, zum Beispiel im Bereich des digitalen Scannens. Wir arbeiten mit Analyseprogrammen und wir haben eigene Arbeitsplätze in unseren verschiedenen Krankenhausinformationssystemen entwickelt, die den Mitarbeitern im Medizincontrolling helfen, die Anfragen optimal zu verwalten und die richtigen Informationen schnell zielgerichtet aufzufinden. Wo sehen Sie denn die Perspektiven dieses Themas, das im Moment ja auf MDK-Prüfanzeigenbearbeitung fokussiert ist, gegebenenfalls aber weitere Wellen schlagen wird? Aus unserer Sicht erwarten wir hier in der Zukunft weitere Abfragen, Verfahrensanweisungen und aus dem Bereich des Bundesgesundheitsministeriums oder der nachgeordneten Organe der Selbstverwaltung, die alle letztlich das Ziel haben, die Qualität einer medizinischen Leistung und Behandlung hoch zu halten oder sie zu überprüfen. Das neue Qualitätsinstitut wird uns hier mit bestimmt spannenden Aufgaben in den nächsten Jahren nicht in Ruhe lassen. Ich freue mich darauf, dass wir hier versuchen, als Cerner frühzeitig die richtigen Werkzeuge zu erarbeiten und damit unseren Kunden zu helfen, immer das Quäntchen besser zu sein, das man haben muss, um nachzuweisen, wie gut man als Krankenhaus seine Leistung erbringt.